Herzlich willkommen zum Kai der Hai Orakel Nummer 5. Es ist spannend. Unser deutscher Weltmeister hat sich wirklich mit Bravour gegen die Slowakei durchgesetzt. Ein Rekord folgt dem anderen. Mario Gomez hat jetzt mehr Tore geschossen als Jürgen Klinsmann. Manuel Neuer hat EM-übergreifend 5 Spiele zu 0 gespielt und Jerome Boateng, unser aller Lieblingsnachbar, hat das schnellste EM-Tor für Deutschland geschossen. Jetzt geht's gegen Italien und Italien ist gewohnheitsmäßig ein sehr, sehr schweres Los. Wir haben uns jetzt gedacht, bevor wir im schönen Freibad Rüppur das nächste Kai der Hai Rutschen-Orakel aufnehmen, fragen wir mal einen richtigen Experten nach seiner Meinung. Deswegen stehen wir hier in Rüppur vor der Gelateria Tiramisu und gehen jetzt mal zum Fabio, fragen den, was er davon hält, Deutschland gegen Italien. Non ti trai farfalloni amoroso, notte giorno di torno gerato, delle belle turbando so. Riposo. Hallihallo, da sind wir zum Kai der Hai Orakel hier vor dem Freibad Rüppur Gelateria Tiramisu. Und jetzt haben wir hier den Fabio. Der Fabio ist halb Deutscher, halb Italiener. Und du hast wahrscheinlich so den besten Expertentipp für das Spiel, wie es ausgeht. EM, Deutschland gegen Italien, Viertelfinale immerhin. Es wird schwierig, sehr schwierig. Ich wünsche, dass die Italiener weiterkommen, einerseits auch die Deutschen. Aber der Bessere soll gewinnen, Ball ist rund. Und du hast nachher so oder so einen Grund zu feiern? Ja, sowieso. Ob die Deutschen oder die Italiener gewinnen, ist egal. Feiern tue ich trotzdem. Okay, und für Deutsche und für Italiener gibt es nach dem Spiel gratis Eis? Ja, das muss ich mit dem Chef erst abklären. Okay, alles klar. Ja, super. Na, das hört sich schon mal gar nicht schlecht an. Jetzt gehen wir mal schnell auf die Rutsche und schauen, welcher Kai die Nase vorne hat. Ja, drücken wir die Daumen. Ja. Also, danke euch auch. Donna, campioni del mondo, bella Italia e Germania. Und jetzt haben wir hier den Kai. Hallo. Unseren Kai Karl. Und der hat natürlich 1 bis 2 Händchen für unsere Kai der Hai Starter. Ja, wir wollen es kurz halten. Du bist die Glücksfee. Gib dein Bestes. Und Deutschland die Daumen drücken. Los geht's. Kai der Hai, Rutschen-Orakel Nummer 5. So, und das wird ein schweres Stück Arbeit und es geht los. Und Italien geht direkt in Führung. Das sieht nicht gut aus für den deutschen Kai. Aber der kommt zurück, der kämpft, der beißt. Das sieht wunderbar aus. Das ist doch noch spannend. Und dann macht der deutsche Kai der Hai den Anstich Schürrle und geht links vorbei. Es wird turbulent. Kann er noch überholt werden oder setzt er sich durch? Es geht aufs Ende zu. Und wer führt? Der deutsche Kai der Hai schießt als erster ganz knapp vor Italien durchs Ziel.